So, jetzt checken wir uns ab. Kristall 4.6 mit Wegwerf-Handy. Nein, Wegwerf-Handy. Nein, Wegwerf. Und Raff 4.5. Ja, lebende Legenden. Wir heben jetzt die Hände. Lebende Legende. Maxellen. Ja, auf jeden Fall auch hier. Maxellen, Alter. Guter Videoproduzent, ne? Grüße gehen raus. Weg zu dem Wert und 4 zu der 6. Wir regieren das Geschäft. Wer wird Beef, wer will Stresser? Selbstständigkeit ist der Weg zum Erfolg. House of Arts und da gehen wir Gold. Der sieht aber wirklich sehr motiviert aus. Ja? Also, das ist das blühende Leben. Ohne Scheiß. So sehe ich aus, wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehe und dann weiß, jetzt geht's auf die Arbeit. Christa, die lebende Legende. Nächsten Masterpräsident gibt's Brainless an Wände. Ich bin multitalentiert. Boxen Baller nachts um 4. Ich rappe in mein Mic von hier und es geht straight in dein Gehirn, Dicker. Auge hier, es geht straight in dein Gehirn, Dicker. Schöner Flow. Boxen Baller nachts um 4. Ich rappe in Boxen Baller nachts um 4. Aber ey, die Nachbarn sind da aber sehr tolerant, ne? Ansonsten hat man da wirklich irgendwo ein fettes Studio aufgebaut, so dass da auch wirklich Nachbarn da auch gar nichts mitbekommen. Mein Mic von hier und es geht straight in dein Gehirn, Dicker. Einsilbig, zehnsilbig, scheiß drauf, ich rap einfach. Was? Zehnsilbig? Hier und es geht straight in dein Gehirn, Dicker. Einsilbig, zehnsilbig. Hör hier so, einsilbig, zehnsilbig? Hallo? Ja, es geht um den Sound, es geht um die Ästhetik, alles und sowas, aber ey, es geht auch um Text, ja. Der sollte trotzdem nicht komplett einsilbig sein. Scheiß drauf, ich rap einfach, Emotionen auf Beats und ich flex weiter, echt nett, dass ich das ja, aber einfach weiter flexen, einfach weiter rappen, so, ne, da kann man auf jeden Fall auch so stehen lassen. Ist jetzt, eine gute Aussage. Gelernt hab mit dem Produzieren. Seele kalt, aber kein Grund für mich zu frieren. Denn das innere Feuer, es hält mich warm, Bruder, jeden Tag am Start gibt. Ja, nicht zu frieren und so, ne? Und das innere Feuer hält mich warm, Bruder. Finde ich auf jeden Fall auch ganz gut. Ist auf jeden Fall eine gute Message. Gas, es ist wahr, Bruder. Bio, die und House of Arts in mein Face rein. Fick nicht die Gang, denn die Gang wird bald Fame sein. Also hier, fick nicht die Gang, denn die Gang wird bald Fame sein. Also cooler Flow, muss man schon sagen. Mir gefällt auch so die Mische, das Video ist cool, ja. Ist auf jeden Fall ein rundes Ding. Und Arzt in Face rein. Und das ist ein Nebelvertrag, ja. So. Einfach zu krass, die Ghost Gang, dicke die Ghost Gang. Hey, Dankeschön, ja, für deinen Follower. Denn die Gang wird bald Fame sein. Weg zu den Wert und 4 zu der 6, wir regieren das Geschäft. Wer wird Beef, wer will Stresser? Bruder, sag mir mal bitte, was ist die Szene wert? Wir sind alle Legenden, der Shit ist sehenswert. Krasse Parts, lebende Legenden. Ja, also sehenswert auf jeden Fall, ne? Also, ich weiß ja nicht, was das noch so für Sehenswürdigkeiten gibt da in der City. Aber ich hoffe, dass es auch hörenswert ist, ne? Weil darum geht's ja auch am Ende des Tages, ne? Dass es auch hörenswert ist. Ist ja kein Porno hier. Ich halte drauf auf eine, wieso sollte ich dann... Alter, wirklich, die Blüte des Lebens ist er, ne? Aber der eine ist maskiert und guckt erstmal so, ne, komplett verdunst. Aber der andere hier, der geschminkt ist, ne? Der hat wirklich einen Blick drauf. Also, der hat überhaupt gar keinen Bock auf sein Leben, oder? Bremsen, weg, hier fährt ein böse Front, als wären sie Geschenke. Und leg ich mal am Boden, ist das lange nicht das Ende. Verstehst du, was ich meine? Ja, leg ich mal am Boden, ist das lange nicht das Ende, ne? Ja, kann man so sagen. Und hier natürlich auch wieder Backpulver, ne? Front, als wären sie Geschenke und lieg ich mal am Boden. Warte mal, als wären sie Geschenke? Sollte ich dann bremsen? Weg, hier fährt ein böse Front, als wären sie Geschenke und lieg ich mal am Boden. Ist das lange nicht das Ende? Verstehst du, was ich meine? War Einzelgänger alleine. Raffi reichte mir die Hand. Danke, Bruder, dass du teiltest. Zeig mir einen, der so teilt ist, weil du schwuchtel ständig hype bist. Danke, Bruder, dass du teiltest. Ja, ist auch schön, ne? Eine Bruderschaft, die ziehen durch, machen ihr Ding so, das ist doch eine geile Sache, auf jeden Fall. Kann man auch, ja, was soll man dazu sagen, so, kann man auf jeden Fall mit gutem Gewissen sein, das ist echt cool von den Jungs, ne? Dass sie sich gegenseitig unterstützen und das ganze Ding auf jeden Fall aus Spaß halt weiter verfolgen.
So, fick mal auf den Fame, so, es geht um den Spaß an der Sache, so, und ihr steckt da Herzblut rein, ne? Man merkt's ja auch mit den Videos, mit dem Sound, ne? Weißt du, Groupie in den Hintern wie die Beute von einem Haifisch. Becky ist ein Psychopath, bin gezeichnet vom Verrat, 31 Paragraph. Was war das hier? Weg wird das ein Psychopath. Die Beute von einem Haifisch. Becky ist ein Psychopath. Becky ist ein Psychopath. Das ist auch eine geile Stelle. Bin gezeichnet vom Verrat. Bin gezeichnet vom Verrat. 31 Paragraph. 31 Paragraph. Rettet Zink an ihren Arsch, bei und die und aus auf Fahrt. Unterzeichnet den Vertrag, scheißegal was sie jetzt sagen. Weg und Platte, bin am Start. Weg zu dem Wert und 4 zu der 6. Wir regieren das Geschäft, wer wird Beef, wer wird Stress? Es ist 4 zu der 5 und 4 zu der 6. Back auf der Street und der Schlitten ist black. Guck, ist alles damit. Was ich auch cool finde, ist halt, dass jeder, wenn er, bevor er sein Part kickt, auch nochmal in der Hook was sagt, ganz am Ende, ja? Also auch das House of Arts ist ja das Label, ne? Ist auch cool, dass man das natürlich auch represented. Muss auch sein. Ist auch eher so ein Representer-Ding, ne? Das ganze Teil. Ziel ist gepflegt, die Felgen größer denn je. Ausstattung recht luxuriös, 6-3 AMG. Also, da wissen wir auf jeden Fall Bescheid, in welches Autohaus wir gehen, ja? Nämlich hier zu den guten RAV4-5, ja? Denn er kann dir auf jeden Fall richtig gute Autos empfehlen. Deinem Dreier-Coupé, Coupé, hältst dich für recht wichtig. Ich bleibe ganz cool, halte mich rechts, fick dich. Steig in den Wagen, drück aufs Gas wie ein Mirror in der 30. Halte mich rechts, fick dich. Okay, diese Line kann man auf jeden Fall kritisch beäugeln, ja. Sollte man, oder kann man auf jeden Fall auf einen kritischen, kann man das auf einen kritisch sehen, ne? So. Will er wirklich da irgendwas mit Aussagen, so, das ist halt so die Sache, ne? Aber ich lasse das jetzt einfach mal im Raum stehen. Cool, halte mich rechts, fick dich. Steig in den Wagen, drück aufs Gas wie ein Mirror. In der 30er mit 150, sag mir, wer ist Kill, deine ganze. Also, das ist auch ein geiler Flow gerade. Steig in den Wagen, drück aufs Gas wie ein Mirror. In der, ne? Steig in den Wagen, Gas und dann 30er mit 150, sag mir, wer ist Kill. Deine ganzen Rapper, alles möchte gern. Möchten alle gern wie wir sein, doch sie können nicht lernen. Sind viel zu doof dazu. 20 Zoll auf dem Parkplatz, der Spaß. Die können nicht lernen, sie sind viel zu doof dazu. Hier war leider zu viel Rauch, deswegen ist auch leider die Kameraqualität hier nicht so gut. Kasse, Erfolg ist die Tatwaffe von Gold, weil der Part krass ist. Das Problem hatten wir nämlich auch damals bei einem Musikvideo. Das war nämlich hier, zeige ich euch mal ganz kurz. Ach du Scheiße, ey. Das war nämlich hier 4MB. Boah, das ist richtig Oldschool-Shit, ne? Boah, Junge. Bitte verurteilt mich nicht. Dieses Werk. Ja, Alter, war ich da dünn. Mutter Natur, reck was dich mit deiner Mutter Natur. Hey! Nach einem langen Arbeitstag hab ich Bock zu chillen. Hab ich Bock zu chillen. Hab ich Bock zu chillen. Ich leg die Mach Füße ich auf die Couch. Ich hab Bock zu chillen. Ich hab Bock zu chillen. Ich hab Bock zu chillen. Boah, natürlich muss man auch am Ende alles sauber machen, ne? So, passt, weg. Sind die Leute, die leidenschaftlich Musik pumpen, rauchen dabei paar Weedklumpen, dabei lassen. Na, hier Musik pumpen, rauchen ein paar Weedklumpen. Der Part krass ist. Wo sind die Leute, die leidenschaftlich Musik pumpen, rauchen? Na, wo sind die Leute, die mit Leidenschaft Musik pumpen? Rauchen dabei paar Weedklumpen, rauchen dabei paar Weedklumpen. Dabei lass ich mich nie lumpen. Yeah, dabei lass ich mich nie lumpen. Ja, so sieht's aus, das ist cool. Und 4 zu der 6, wir regieren das Geschäft. Wer wird Beef, wer wird Stress? Yeah. Bruder, sag mir mal bitte, was ist die Szene wert? Wir sind alle Legenden, der Shit ist sehenswert. Weg zu dem Wert und 4 zu der 6, wir regieren das Geschäft. Wer wird Beef, wer wird Stress? Es ist 4 zu der 5 und 4 zu der 6. Back auf der Street und der Schlitten ist black. Guck, ist alles perfekt. Schönes Ding. Schönes Representer-Ding, würde ich sagen, ja. So, gibt auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Abonniert ist es schon. Teilen wir mal das Ganze. So. Hier ist der Link. So, und wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne ein Abonnement, ja, und schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ja, ist auf jeden Fall ein doper Track, geht auf jeden Fall in die Representer-Richtung, da werden so die
House of Arts Künstler natürlich dann in den Vordergrund gestellt und werden hier präsentiert. Finde ich auf jeden Fall eine coole Nummer. Könnt ihr euch auf jeden Fall abchecken, ja? Gebt euch. So. Auf jeden Fall cooles Ding.